Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Drachenrennen-Erfolg und zwar einen aus Patch 10.1.7. Wir sind einmal drin unter Erweiterungsfeatures und dann Drachenrennen und hier haben wir das Achievement Herausforderungsrennen der Ebene von Onara. Und da müssen wir sowohl die 7 vorwärts als auch die 7 rückwärts Rennen fliegen. Im Herausforderungsmodus und ich würde sagen, da starten wir mal durch. Kleine Anfangsinformation, was vielleicht ganz wichtig ist, was mir sehr weitergeholfen hat in dem Achievement für quasi die Küste. Ne? Also wir machen das natürlich alles im Gold, sollte eh klar sein, ist die Tatsache mit dem Delfinflug. Das zeige ich euch jetzt gleich mal vorab. Also Delfinflug, falls ihr dann immer im Rennen nicht wisst, was das ist, ist quasi, wenn ihr fliegt und dann nach oben guckt, hochfliegt und gleich wieder unten, jetzt habe ich es zwar nicht ganz richtig gemacht, aber dann kriegt man einen relativ guten Speed, ne? Und das werden wir jetzt in dem einen oder anderen Rennen benutzen und mal schauen, wie schwer die hier in der Ebene von Onara sind. Also ich hoffe, ich werde es in den Rennen besser machen als gerade im Vorführeffekt, ne? Und ja, ich würde sagen, wir starten rein, fangen jetzt einmal hier beim ersten Rennen auf den Koordinaten 63, 30 an und zwar mit dem Vorwärtsflug. So, zweite Runde. Hier sind ein paar ganz enge Kurven dabei. Heißt, da können wir diesen Delfinflug nicht überall benutzen. Hier am Anfang, warte mal kurz, hier kann ich ihn vielleicht einmal reinhauen. Dann würde ich sagen, hier können wir nochmal machen. Da wird es wahrscheinlich auch gehen. Da können wir nochmal reinhauen. Jetzt gehen wir einmal um die Kurve fix rum. Ah, da war es fast ein bisschen zu knapp. Und jetzt, laufen wir wieder ein bisschen runter. Hier ist es ein bisschen eng, also da machen wir es nicht. Hier kann ich es vielleicht benutzen, oder? Hat sich jetzt eigentlich nicht wirklich gelohnt. Oh, da müssen wir gleich hier rüber. Da machen wir jetzt mal den Vorwärtsschub. Hier vielleicht mal. Weiß ich nicht. Schauen wir mal, wie der Timer an sich ist. Ja, okay. Also zweiter Try. Der Timer ist relativ easy hier. Also ich bin jetzt bei Vipen perfekt geflogen. Ihr müsst eigentlich bloß ankommen. Also so scheint zumindest der Timer zu sein. Immer auf den Streckenabschnitten, wo es geht, wo ihr den nächsten Ring seht, da könnt ihr einmal hoch und dann wieder runter, ne? Das läuft eigentlich. Gut, dann schauen wir uns das Umgekehrte an. So, jetzt bin ich den ersten Flug mal auf sicher geflogen. War eine halbe Sekunde drunter, also dann tun wir jetzt hier am Anfang mal noch den Speed ziehen. Ich war am Anfang einen Ticken zu langsam, weil ich es ganz safe spielen wollte, aber ich denke mal, hier können wir auch ein bisschen speeden. Da können wir vielleicht dann eher mal den Schub auch einsetzen. Wisst ihr, was ich meine? Hier machen wir dann nochmal Delfin-Modus an. Hier sind die Sachen halt zu nah. Da machen wir den Schub einmal. Und dann machen wir den Delfin-Modus. Hier nochmal. Aber jetzt habe ich ein bisschen weniger geladen, ehrlich gesagt. Sollten wir gucken, dass wir ein bisschen was auffüllen. Nochmal Delfin. Ah, ist ein bisschen zu langsam, ne, was ich hier veranstalte. Aber es hat doch gereicht, okay. Naja, 0,7 drunter, 0,6 irgendwas, passt. War jetzt nicht schön, aber hat gereicht. So, ich bin am nächsten Spot und zwar sind wir jetzt bei den Maruk-Zentauren auf den Koordinaten 59, 35 und dort haben wir jetzt das nächste Rennen. Hier ist die Besonderheit, hier gibt es nur eine Vorwärtsstrecke und keine Rückwärtsstrecke, weil das anscheinend so ein freier Parcours ist. Heißt, wir spielen jetzt hier den einen Herausforderungsmodus und da müssen wir jetzt einfach durch diese Ringe fliegen. Dann gucken wir mal, wie schwer das ist. Also machen wir hier mal den Speed an. Speed jetzt einfach mal hier so durch. Dann machen wir da das. Na gut, da muss ich ein bisschen effizienter wahrscheinlich den Stuff holen. Also das war jetzt nicht gut. Mal gucken, ob das reicht. Ich muss wieder zurückfliegen. Oh. Exzellente Arbeit. Ich kann sehen, dass ihr beide ernst zu okay. Gegner sein. Also das Ding ist kompletter Freeload. Ich habe irgendwas zusammengeflogen und first try. Gut, weiter geht's. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 86, 35 und dort haben wir jetzt wieder ein richtiges Rennen in Anführungszeichen und zwar wieder mit Vor- und Rückwärtsrennen und dann fangen wir mit dem Vorwärtsrennen an. So, dala, erster Try. Jetzt gucken wir mal, wie es läuft. Speeden wir einmal nach vorne
Da müssen wir jetzt direkt hier durch die Dinger durch. Dann machen wir jetzt hier mal Delfin-Taktik. Bisschen Speed. Oh, da geht's richtig nach unten. Immer noch nach unten. Okay, da tun wir jetzt mal unseren Elan mal schön aufladen. Okay, Delfin-Taktik. Hier nochmal. Oh, das... Na, schwierig, ob sich das rentiert hat. Und nach oben. Nach oben. Nach oben. Nochmal nach oben. Bieten wir mal nach vorne und dann ins Loch. Das war, glaube ich, nicht schlecht, oder? Alter, fast 5 Sekunden unter Goldzeit. Das Ding ist komplett free. Try Nummer 7. Diesmal haue ich in der Mitte ein bisschen mehr Elan raus. Ich habe ein bisschen zu sehr gespart. Und das war, glaube ich, nicht das the way to go. Jetzt hauen wir hier mal noch einmal einen Speed rein, denn ich kriege hier eh relativ viel Elan durch das Runterfliegen. Jetzt bauen wir hier ganz gut Speed auf. Pulver ich hier mal noch ein bisschen rein. Also wenn es jetzt nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Okay, jetzt haben wir sogar 2,5 Sekunden drunter. Ich weiß nicht, also den Kurs habe ich jetzt richtig verkackt, obwohl er ziemlich easy ist. Aber wir haben es jetzt auch. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar hier oben bei den Koordinaten 80, 71. Und da fangen wir jetzt wieder mit dem Vorwärts-Herausforderungsrennen an. So, erster Try. Hier scheint es gleich nach oben zu gehen. Also nach oben und dann direkt wieder nach unten. Jetzt sparen wir mal ein bisschen Elan. Oh, kacke, da muss ich eng um die Kurve ran. Dann machen wir hier ein bisschen Delfin-Modus. Zumindest einen schlechten. Nach unten. Den Spaß, okay. Das greifen wir von unten an, das Portal. Oder den Ring, je nachdem, wie man es sehen mag. Kann ich da nochmal hoch? Ah, schwierig. Ganz knapp. Jetzt muss ich gucken, da hinten müssen wir rum und runter. Ist da schon zu Ende? Ne, das geht noch weiter. Okay, da habe ich jetzt meine Elan ein bisschen verkackt. Ich dachte, da ist jetzt vielleicht schon das Ende. Jetzt habe ich nichts mehr. Na, mal gucken, ob es reicht. Silber ist es. Ja, easy. First try. So, dann machen wir den Stiefel hier noch umgekehrt. Muss jetzt mal gucken. Also hier einmal nach oben, hätte ich gesagt. Hoi, jetzt hatte ich ein bisschen Delay. Dann einmal nach vorne. Dann gehen wir nochmal nach oben und dann... Na, können wir hier Elan sparen? Ne, da muss ich nach oben, ne? Aber hier kriege ich vielleicht ein bisschen was zusammengespart. Da bin ich schon arg lahm. Er weiß ja nicht. Gucken wir mal, ob das gereicht hat. Ja, es hat gereicht, okay. Gut, haben wir da auch Gold, beides First Try und dann können wir weiter. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar hier auf den Koordinaten 47, 70. Und dort haben wir jetzt auch wieder nur ein Herausforderungsrennen. Und ich würde sagen, das gucken wir uns mal an. Sprich, das ist jetzt eins, wo wir einfach nur wieder durch diese Dinger durchfliegen müssen. Jetzt muss ich mal gucken. Kommt nach vorne. Dann gleich nach oben. Ah, da hätten wir jetzt schon mehr mitnehmen können. Das hier. Nach oben. Ah, okay, da habe ich jetzt richtig umständlich geflogen. Ja, ja, gut, das ist viel zu langsam. Wenn das noch Gold wird. Was? Ich bin... Was? Okay, also diese Dingstrecken hier, wo du frei fliegen kannst, die sind halt einfach komplett geschenkt. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten weiter.
Dann sind wir am nächsten Spot und zwar hier auf den Koordinaten 43, 66. Und hier haben wir wieder vernünftige Rennen. Einmal vorwärts machen wir als erstes. So, Try Nummer 3. Ich glaube, ich mache es mir hier gerade selber ein bisschen zu schwer. Und zwar, warte mal, komm, jetzt bieten wir hier nochmal einmal rein. Bin ich beim ersten Try wohl hängen geblieben. Und beim zweiten bin ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Da war ich einen Ticken zu schnell. Aber alle guten Dinge sind bekanntlich 3. Wir fliegen jetzt erstmal hier relativ langsam rum, um ein bisschen Elan aufzubauen. Und hier können wir dann ein bisschen Delfin reinspeeden. Vielleicht hier nochmal. Hier mache ich jetzt mal ein bisschen Vorwärtsschub, weil mit den Bäumen, man weiß ja nie. Und jetzt geht's einmal steil bergauf. Dann machen wir es nochmal. Und jetzt mache ich hier Vorwärtsschub. Also das, da bin ich jetzt vorhin gerade drüber hinausgeschossen, das macht keinen Sinn. Das dürfte reichen, oder? Ja, Gold. Haben wir 1,5 Sekunden drunter, passt. Und dann würde ich sagen, machen wir noch rückwärts. Beauty Try Nummer 2. Ich glaube, dass das rückwärts deutlich beschissener ist, weil hinten raus hat man dann blöderweise ein bisschen die Problematik, dass man hier diesen Wasserlauf die ganze Zeit hochfliegen muss. Und da ist die Gefahr, hängen zu bleiben, schon sehr groß. Also das habe ich auch eben geschafft. Mal gucken, wie ich es am besten mache. Also hier machen wir jetzt mal alles relativ slow. Hier geht es immer schön ein bisschen zumindest bergab, ne? Und jetzt setzen wir das erste Mal nochmal den Hochflug ein. Dann haben wir wieder ein bisschen eine Abwärtspassage. Und dann geht es hier eigentlich nur bergauf. Dann schauen wir, dass wir immer oben bei den Dingern bleiben. So, okay. Ich mache mal den Vorwärtsschub. Ich denke mal, das müsste auch zeitlich ausgehen, ohne das Hochfliegen, weil da bleibst du so leicht hängen. Ja, also es ist keine gute Zeit. Das hätte man wahrscheinlich deutlich cleaner spielen können, aber für Gold hat es gereicht somit. Sonst, wenn ich den Hochflug mache, dann muss ich immer wieder runter und dann bleibe ich bloß wieder hängen. Da ist der Timer gut genug, dass man das eigentlich schlecht spielen kann. Gut, dann sind wir da auch fertig. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten. So, dann sind wir am letzten Spot und zwar auf den Koordinaten 25, 55. Und auch hier machen wir dann wieder das Vorwärtsrennen als erstes. So, dann kommen wir zum 8. Try. Ich glaube, das ist jetzt hier die schwerste Strecke in Onara, also mit Abstand. Die anderen waren alle ziemlich free. Und da muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen gucken. Vor allem mit dem Elan komme ich gerade nicht so ganz hin. Vielleicht hätte ich da nochmal reinspeeden sollen sogar. Jetzt ein bisschen zu sehr gespart, meine ich. Schauen wir mal, wenn ich hier einfach noch ein bisschen speede. Ja, okay, diesmal hat es gereicht. Aber knapp 1/2 Sekunde drunter. Und ja, jetzt brauchen wir quasi noch die umgekehrte Strecke. Rückwärts die 4. So, also diesmal hoch und dann gleich runter. Und hier wieder hoch. Und hoch. So, hier hoch. Da einmal nach oben. Nochmal nach oben. Ja, so geht's. Man muss am Anfang echt gucken, dass man genug Elan hat. Jetzt speeden wir nach unten gleich mal, weil jetzt kommt eh eine längere Downphase, dann müsste es eigentlich gut ausgehen. Ein bisschen Elan reinholen. Also gut, der wichtigste Teil war jetzt schon, dass ich mal gucke, dass ich überhaupt auf den Berg raufkomme. Und jetzt muss ich halt schauen, was ich hier speeden muss, ne? Wobei, eigentlich kann ich jetzt durchspeeden, oder? Das kommt ja nicht mehr viel. Komm jetzt. Das habe ich, glaube ich, ein bisschen zu viel gesaved sogar.
Jetzt bieten wir hier einfach nur rein. Habe ich Gold geschafft? Ja, ich habe Gold geschafft, wunderbar. Dann sind wir in der Ebene Onara auch durch, haben alle auf Gold abgeschlossen, sowohl vorwärts als auch rückwärts rennen. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir zu Ende mit dem Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr die anderen Rennen auch noch sehen wollt, für die nehme ich natürlich auch noch Guides auf, könnt ihr gerne bei den anderen Videos noch reinschauen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.